präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr Profi-Cast für freie Software. 10 Wochen oder Themen werden als Standard im Kurs erst einmal festgelegt. Wenn Sie mehr oder weniger benötigen, können Sie dies leicht anpassen. Manchmal ist die Zahl der Wochen oder der Themen eines Kurses im Vorhinein nicht genau bestimmbar. Deswegen hat man die Möglichkeit, jederzeit hier Änderungen vorzunehmen. In diesem Kurs haben wir derzeit vorgesehen, dass er 3 Wochen läuft. Nun stellt sich heraus, wir brauchen tatsächlich noch eine Verlängerung um 2 weitere Wochen. Unter Einstellungen haben wir die Möglichkeit, dieses anzupassen. Er steht auf 3 und jetzt erhöhen wir das einfach auf 5 und dann haben wir 2 weitere Wochenabschnitte zur Verfügung. Wieder unten auf der Seite abspeichern und ab sofort stehen in diesem Kurs 5 Einheiten zur Verfügung. Die Zahl kann bis zu 52 Einheiten, also beim Wochenmodus, einem Jahr hochgesetzt werden. Selten ist es aber sinnvoll, wirklich so viele zu nutzen, da es nachher auch eine sehr lange Seite wird, wo dann mit allen Inhalten man sehr viel scrollen muss als Teilnehmer. Manchmal kommt es vor, dass man eine bestimmte Anzahl von Abschnitten eingestellt hat, sie aber zu einem späteren Zeitpunkt reduzieren möchte. Dies kann man ohne Probleme tun. Selbst wenn dabei Lernaktivitäten oder Inhalte in den ausgeblendeten Bereichen anschließend enthalten waren, werden diese nicht gelöscht, sondern nur nicht angezeigt. Mit einer späteren Umstellung der Zahl, dass man sie also wieder höher stellt, macht man sie wieder sichtbar.